Und jetzt der Anpfiff. Bayern in der ersten Halbzeit von rechts bei der ersten Mannschaft aushilft. Lewandowski in die Mitte. Matze. Es gibt den ersten Eckball der Partie. Jaku im Strafraum. Geklärt. Serge Gnabry. Viel Zug. Da ist das. Da Jaku. Visiert da die kurze Ecke an und schiebt Lewandowski. Da wird es ganz eng, aber er tankt sich da irgendwie durch. Und dann der Ball in die Mitte. Renato Sanchez. Und die Bayern, sie gehen standesgemäß durch Lewandowski und dann Renato Sanchez. Nicht im Aus. Der Portugiese steckt durch diesmal auf Lewandowski. In die Mitte und da ist gleich das Jaku. Gerade haben wir von ihm geredet, an sich da vor der Saison gesichert haben und hier gezogen. Angespielt von Robert Lewandowski und dann zum 2:0 Leon Dajak den Ball unter sich begraben. Der in der Mitte, da ist er, Robert Lewandowski. Robert Lewandowski, das 3:0. Guckt er nochmal und dann mit der Schreiner auf der Linie noch versucht zu retten. Er spielt aber ein bisschen Ehrfurcht mit. Der Jaku, der probiert. Natürlich beim FC Rotterdam. Schreiner, da ist alles mit dabei. Und in ihrer Freizeit. Geht da vorbei an seinem Gegenspieler, Alfonso Davis, der Kanadier. Wie beim Handball geht er einmal um den Strafraum rum. Den versucht Robert Lemingo Grafunda. Das Spiel ist es bei Ihnen losgeht. Schön durchgesteckt, Robert Lewandowski und den lupft er rein. Da schaut er, da sieht er, dass der Torhüter. Das ist eine Bewegung, nicht an den Ball. Alfonso Davis startet den Konter auf Robert Lewandowski. Schafft er den Hattrick, Lewandowski? Das war ein richtiger, aber diesmal probiert das mit sich. Das ist der Nachwuchsmann Maxi Zeiser. Tolisso auf Lewandowski. Das ist One-Touch-Football. Ich vermute eher, dass es ein Flügel auf Renato Sanchez. Doppelpass mit Gnabry. Renato Sanchez. Thiago. Jetzt tasten sie sich immer näher ran. Renato Sanchez. Und spielen, aber da war keiner mehr. Da musste Renato Sanchez dann auch schießen. Und dann zum zweiten Mal Renato Sanchez. Tor gegen den FC Bayern München. Serge Gnabry. Ja, und gut gehalten. Ferhat Yilmazer und Dajaku. Tolisso, Dajaku. Tolisso. Und wieder Renato Sanchez. Auch Serge Gnabry. Und Gnabry, ja, der will es wissen. So. Schön durchgesteckt. Gnabry in die Mitte und auch ein bisschen schwer. Die Bank der Bayern. So. Lewandowski, Lewandowski hat er da. Lewandowski. Lewandowski geht da durch, wird nicht angegriffen. Lewandowski, das Tor leer und das halbe Dutzend ist voll. Lewandowski. Keiner kann ihn da halten. Mannschaft der Bayern sehen. Hacke, das wäre einer für die Galerie gewesen. Thiago, oh, schlänzt er den. Ja, probieren Sie es. Wäre eigentlich völlig frei von Rotterdam. Geblockt, aber der gibt da Gas.
am eigenen 16er, steckt durch auf Serge Gnabry und Gnabry, der wollte machen. 7:0 für die Bayern. Also das war jetzt hier nicht ein Schuss, ein Tor. Ein Tor vor erzielt und eben vorbereitet mit dem Sprint übers halbe Feld. Aber der legt lieber ab auf die rechte Seite und geht dann in den Strafraum. Geklärt. Der 35-jährige Diplom-Ingenieur. Coco Tolisso. Und Robert Lewandowski probiert zweiten Mal daneben. Also mit links hat er ihn gemacht. Tolisso und. Also das 8 wieder eingeleitet durch Lewandowski mit dem Lupfer. Das nehmen sie sich schon noch mal vor. Nochmal Tolisso, macht er den Hattrick. Und da ist er. Da lassen bei einigen der Amateure hier sicherlich auch Strafraum. Und dann Corenta Tolisso mit dem 11. Er ist in Vordane, die Nummer 24, Corenta Tolisso zu 0. 8:0. 9:0, Werner Glück gehabt, dass da in der Mitte keiner war. Davis. Rogers. Danke in die Mitte, aber geklärt. Lewandowski, er probiert es noch. Ja, und nicht zu lange nachspielen lassen. Der Torjäger der Amateure. Und dann im 5-Meter-Raum gewühlt und dann abgestaubt. Hat. Technisch sehr beschlagener Mann im offensiven Mittelfeld. Auf Kimmich in die Mitte. Alexander Neuenberger wird geschickt am rechten Flügel. Kopfballmöglichkeit. Sind voll. 50. Spielminute. Besetzt hatte Müller. Müller zieht dann in die Mitte. Ochi Reed und. Ochi Reed. Hier zweimal, aber richtig einen rausgeholt. Der Stadionsprecher lässt hier den Torhüter hochlegen. So aufgefallen. Die Bayern, wie gesagt, haben ihn schon lange beobachtet. Kimmich mit dem Freistoß und schon wieder. Dann doch noch. Neuenberger. Nochmal Neuenberger und dann. Ab. Dreht sich da einmal und dann. Graf Wunder und dann ist es. Letzte Minute. Quasi Okiere Reed oder wie sie ihn alle nur nennen. Die in der zweiten Halbzeit ran durften. Ich weiß nicht, ob sowas Thema ist in der Mannschaft. Und Co. in der ersten Halbzeit mal 11 vorgelegt. Ja, Müller scheitert da und wieder Ochi. Der von Müller schon gut gehalten, der Ball, und Bewegung eingesetzt, eher außen. Das sind alles so Fragen, die sich natürlich heute Abend über. Natürlich viele Fragen, die offen sind, und Leon Goretzka. Abseitsposition von Neuenberg. Auch ein Leon Goretzka, der ja eigentlich fast jede Position bekleiden kann. Demonstriert von Leon Goretzka. Und Singh, nochmal Singh, und jetzt macht. Über diesen neuen Mann, den sie da haben, Sabrit Singh. Den solche Spieler mal kennenlernt. Thomas Müller, den kennt man. Und der. Ja, das war natürlich optimistisch gespielt. Da stand es zur Halbzeit gerade mal 7:2. Goretzka. Oh, der war. Hätten sich wahrscheinlich auch die meisten Bundesliga-Torhüter schwer getan. Auch Balsam für die Seele. Neuenberger kommt da, und zwar die Fans, die hier am Tegernsee
ihre Helden vom FC Bayern auch mal gern sehe. Und jetzt zaubern sie noch mal da. Goretzka und der, das war eine Bewegung, den Ball angenommen. Das war eine Bewegung mit rechts an. Schaut und dann fließend mit links den Ball in Sing. Nimmt der Trettenhahn den Ball weg auf Neuenberger. Bei, immer noch Stöckel. Legt ab mit der Nummer 8. Zweiten ran. Mal probiert das mal aus der zweiten Reihe. Drei aktuellen Weltmeistern im Kader des FC Bayern ist. Mit Coman natürlich kein Weltmeister, aber er hat es ja nicht mehr in den Kader der Franzosen geschafft, nachdem er zuvor. Kimmich mit dem Eckball. Aber Thomas Müller möchte nochmal treffen. Legt er ab. Und dann. Montagabend gegen Energie Cottbus. Ab und gut gehalten. Land abwehren. Paul Will. Und der Bayern Amateure. Und dann ist man auch als FC Bayern natürlich immer bereit, hier auch zu spielen. Gegen Goretzka auch schon mit seinem dritten Tor in der zweiten Halbzeit. So viel gelaufen werden muss. Ganz schön anstrengend für die Amateure. Auch hier, ich glaube in der zweiten Halbzeit, bis auf diesen Distanzschuss. Bon. 0. Sie genauso viel erzielt wie Lewandowski und Co. in Halbzeit 1 und Ballführung. Thomas Müller, wen sucht er? Oh. Veit Habersetzer taucht den Ball da aus der Namen von den Spielern des SC FC Rotterdam mal ein bisschen öfter öfter fällt. Thomas Müller, den kennt man. Oh, Pavard. Und dann den Treffer der zweiten Hälfte erzielt. Genau. Aber da angegangen. Bayern. An diesem lauen Sommerabend am Tegernsee. Den Parkplatz. Also da sind viele nach der Arbeit noch mal kurz vorbeigekommen. Und Sing war das mit dem Schuss nochmal, aber wenn man immer nur individuelles Training macht, geht sowas oft verloren. Thomas Müller und der macht ja, der dritte Treffer auch.